Hallo und herzlich willkommen auf dem Kochkanal vom Zentrum der Gesundheit. Mein Name ist Rahel und ich koche heute für euch einen Linseneintopf mit Kichererbsen, schwarzen Bohnen und da kommt auch noch Gemüse rein, jede Menge Gewürze, die den Eintopf dann auch geschmacklich sehr interessant machen. Der Eintopf ist eine optimale pflanzliche Proteinquelle und auch gar nicht schwer zuzubereiten. Also los geht's! So, als erstes wasche ich die roten Linsen. Die wasche ich, weil in den Linsen gibt es Trübstoffe, die dann beim Kochen sozusagen ins Wasser gehen und es bildet sich dann auch Schaum. Und wenn ich die Linsen vorher wasche, dann passiert das nicht. Die Linsen wasche ich dann so lange, bis ich keinen Schaum mehr sehe beim Waschen. Und bis auch das Wasser, das unten rauskommt, klar ist. Ich habe hier schon ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich schon mal den Lauch geschnippelt, den habe ich in Streifen geschnitten. Hier ist das Weiße von der Frühlingszwiebel, hier habe ich rote Zwiebeln und das Ganze kommt jetzt hier rein ins heiße Öl. Hier habe ich auch noch eine Knoblauchzehe. Nach ein paar Minuten gebe ich die roten Linsen dazu. Hier habe ich Kichererbsen aus dem Glas. Ihr könnt ihn aber natürlich auch selber einweichen und kochen. Und auch schwarze Bohnen aus dem Glas. Als nächstes lösche ich mit Gemüsebrühe ab. Das lasse ich jetzt 5 Minuten lang köcheln. Hier habe ich geschälte und gehackte Tomaten aus dem Glas und die gebe ich jetzt auch dazu. Ihr könnt alternativ auch passierte Tomaten verwenden. Dann kommt noch etwas Tomatenmark dazu. Und dann lasse ich den Eintopf weitere 10 Minuten lang köcheln. Als nächstes gebe ich etwas Zitronensaft dazu. Der wird dann mitgekocht, sodass die Säure auch wieder rausgeht beim Kochen und das Aroma sich aber verteilt. Das gleiche gilt für den Essig, etwas Balsamico-Essig. Und noch Jakonsirup für eine angenehme Süße. Ganz leichte Süße gibt es dann. Dann kommt noch Korianderpulver dazu. Paprikapulver. Gehackter Thymian. Und ein Lorbeerblatt. Was zu diesem Eintopf auch sehr gut passt, ist Räuchersalz. Also wenn ihr das noch nicht in eurer Küche stehen habt, dann ist es etwas, was ich euch wirklich empfehlen möchte. So, ihr könnt an dieser Stelle dann noch etwas Gemüsebrühe dazugeben, wenn ihr das Gefühl habt, dass der Eintopf etwas mehr Flüssigkeit braucht. Wenn noch genug Flüssigkeit drin ist, dann lasst ihr das einfach weg. So, und jetzt lasse ich den Eintopf noch weitere 20 Minuten lang köcheln. So, nachdem der Eintopf fertig gekocht hat, kommt jetzt noch das Grüne von der Frühlingszwiebel dazu. Dann noch Salz. Und Pfeffer. Mmh, das sieht ja richtig lecker aus und es duftet auch schon sehr gut. Ich probiere jetzt gleich. Mmh. Ein richtig herzhafter und proteinreicher Eintopf. Ein tolles Rezept. Macht's unbedingt nach bei euch zu Hause und schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, falls ihr es ausprobiert. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf dem ZDG-Kochkanal. Bis dann!